Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Im heutigen Video schauen wir uns das Samsung Galaxy S3 an, das meist erwartete, heißeste Android-Smartphone, welches im Moment auf dem Markt ist, liegt hier in der weißen Variante vor mir. Wir werden uns das ganz genau anschauen, vor allem auch die Software, weil Samsung wirbt ja mit Designed for Humans, das heißt speziell für Menschen gemacht. Will damit eigentlich sagen, dass Samsung ein paar Dinge eingebaut haben, die uns das Leben erleichtern sollen mit diesem Smartphone. Das werden wir uns ganz genau anschauen. Es gibt, um es gleich vorneweg zu sagen, dann noch zwei andere Videos, die ich unten in der Infozeile verlinke, nämlich wo ich das Ganze dann detailliert vergleiche mit dem HTC One X, dem anderen Quad-Core-Smartphone und dem Flaggschiff von HTC und aber natürlich auch mit dem Galaxy Nexus, welches ja ebenfalls von Samsung produziert wird, dem offiziellen Google Phone, welches ja das erste Telefon war, welches mit Android Ice Cream Sandwich Version 4 auf den Markt kam. Diese drei Geräte werden wir dann noch ganz detailliert in zwei verschiedenen Videos vergleichen. Heute geht es mal nur, beziehungsweise geht es ausschließlich um Samsung Galaxy S3. Da. Wir fangen mal an von außen, wenn wir schon diese Geräte haben. Ich höre immer wieder, das ist doch groß, 4,8 Zoll, das ist ja furchtbar, das kann man sicher nicht in der Hand halten. Ihr werdet es sehen, die Frage darauf, ob man das noch mit einer Hand bedienen kann, die lässt sich eigentlich nur beantworten, je nachdem. Kommt drauf an, meine Pranken können das problemlos, ich komme noch überall hin. Ihr werdet dann aber auch sehen, dass es ein paar ganz große Vorteile hat, dass Samsung immer noch diese Touch-Buttons da unten hat. Mit der Menütaste vor allem, welcher in Android 4 relativ häufig auch gebraucht wird. Und das ist ganz praktisch, gerade was die Einhandbedienung anbelangt. Das seht ihr dann nachher. Also ein bisschen unpraktischer in diesem Gerät hier. Das sehen wir dann im anderen Video. Von mir aus, das geht gut. Das Ding ist leicht, nur 130 Gramm. Wirkt gar nicht so groß, wie es eigentlich ist. Bei mir ist das noch ganz gut in der Hand zu halten. Aber wenn wir es mal vergleichen, vielleicht als erstes mal mit dem anderen tollen Telefon, welches ich ja immer mit mir rumschleppe, das ist das iPhone 4S. Hier in einer kleinen Hülle, die nehmen wir euch mal raus, dass wir das wirklich richtig vergleichen können. So, also, dann ist es natürlich klar, ihr seht, das Galaxy S3 ist ein großer Brummer. Aber, wenn wir die mal so auseinanderhalten, ihr seht, das Galaxy ist etwas dünner als das iPhone 4S. Und dadurch, das iPhone 4S ist auch ein paar Gramm schwerer, ich glaube ungefähr 10 Gramm, ist es eigentlich so, obwohl es natürlich kleiner ist und von dem her auch sehr gut in der Hand liegt, das iPhone 4S, hatte ich beim Samsung Galaxy S3 überhaupt nie ein Problem damit. Also ich kann das ganz gut mit meiner Hand hier immer noch bedienen, in einer Hand halten, absolut problemlos. Und es erscheint mir, weil es auch ein bisschen leichter ist, erscheint mir überhaupt nicht groß und klobig. Von dem her gesehen, müsst ihr es unbedingt in die Hand nehmen, wenn ihr das Gefühl habt, nein, so ein großer Bildschirm, das geht doch nicht. Nehmt es in die Hand, probiert das mal aus, bevor ihr euch dagegen entscheidet, weil ich war selber überrascht, wie klein oder wie angenehm die Form eigentlich ist. Weil ich nämlich auch eigentlich ursprünglich dachte, ja, 3,5 Zoll ist das perfekte Format, damit kann man perfekt arbeiten. Genau richtig kann man mit einer Hand bedienen und auch sonst in der Tasche. Aber das Galaxy S3 geht eigentlich, das kann das auch ganz gut. Vielleicht sonst noch vergleichen, ich habe es schon vorhin angetönt hier, das Galaxy Nexus ist ja fast genau gleich. Wenn ihr die Dinger so aufeinander halten, ihr seht, da ist nicht so ein großer Unterschied. Das S3 ist ein bisschen höher, ein bisschen länger. Von der Breite her praktisch gleich. Das S3 ist ein bisschen schmaler, also ein bisschen weniger dick. Das sieht man hier relativ gut, wenn man es so hält. Vom Gewicht her, ja, absolut vergleichbar, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt keine Waage da, aber das gibt sich auch nicht allzu viel. Wie gesagt, die zwei vergleichen wir sonst noch in einem eigenen Video. Und dann haben wir hier noch natürlich das andere große Flaggschiff, das HTC One X. Und dieses HTC One X, das werden wir ebenfalls in einem separaten Video vergleichen. Jetzt mal nur von außen. Ja, die Dinger sind praktisch gleich. Wir sehen vielleicht ein halber Millimeter höher ist das Samsung. Samsung ist ein bisschen schmaler. Beim HTC ist halt diese Kamera, die hinten noch ein bisschen vorsteht. Und wenn man die beide so in der Hand hält, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hier sehen könnt, ist vielleicht ein bisschen schwierig auf dem Video, erscheint einem, dass Samsung einfach, weil es noch ein bisschen runder ist, weil es noch ein bisschen rundere Ecken hat, weil es auch hier ein bisschen abgerundet ist zum Rücken hin,
Und hier das HTC One X ist halt hier ein bisschen gerade und dann gibt es hier so eine kleine Kante. Mir erscheint das Samsung irgendwie leichter. Leichter im Sinn von, es ist einfacher zu halten, weniger klobig in Anführungszeichen, als das hier das HTC ist. Aber wie gesagt, auch das ist natürlich Geschmackssache. Und ja, wir haben natürlich dann, wenn es ganz groß sein soll, haben wir auch noch das Galaxy Note und das ist ja dann effektiv in der Tat ein Riesenbrummer. Dagegen ist dann schon wieder das Galaxy S2 nicht so wirklich groß. Ihr seht das hier. Also da ist das Note natürlich noch deutlich größer. Ist ja auch eine eigene Klasse, so Smartlets nennen die sich ja. So eine Mischung aus Tablet und Smartphone. Darum soll es heute nicht gehen. Es geht ausschließlich hier um Samsung. Von außen, was haben wir hier? Lautstärkeregelung. Da unten Micro-USB-Anschluss, Mikrofon. Auf der rechten Seite den On-Off-Switch, den Power-Switch. Und hier oben nochmal ein Mikrofon, um die Umgebungsgeräusche zu filtern und dann ein Mini-Jack-Anschluss für den Kopfhörer und das Headset. Auf der Rückseite haben wir die 8-Megapixel-Kamera, die hervorragende 8-Megapixel-Kamera, um das so zu sagen. Ein Lautsprecher, der erstaunlich laut ist und eine LED-Blitzleuchte. Ja, und auf der Vorderseite natürlich diesen tollen Screen. Ihr werdet es nachher noch sehen im Video. Ein 4,8 Zoll HD Super AMOLED Display. Ganz ein tolles Display. Ihr seht es dann noch. Plus, wir haben hier eine 2-Megapixel-Frontkamera plus noch zwei Sensoren, wo das Gerät und ihr seht hier diese LED, die lässt sich einstellen, wie die genau reagieren soll, wann sie blinken soll, wenn eine E-Mail kommt oder nur wenn ein Anruf war oder wie auch immer. Kann man alles einstellen. Da unten haben wir die zwei Sensortasten, die man nur sieht, wenn man drückt, wobei sich auch das konfigurieren lässt, wie die beiden hier sein sollen, plus eine physikalische, eine echte Taste, sage ich mal, ähnlich wie beim iPhone, die sogenannte Home-Taste, mit der man dann eigentlich immer wieder auf den Homescreen zurückspringen kann. So, dann muss ich mal, wie leider immer bei Samsung, eine kleine Kritik loswerden, die mich wirklich nervt. Das ist ein Premium-Gerät, das kostet Premium-Preis. Bei uns in der Schweiz ungefähr 660 Schweizer Franken im Moment, 590 Euro, 580 Euro, irgend sowas. Ja, und es ist nicht so wahnsinnig Premium. Hier vorne schon, da der Seitenrand sieht auch ganz cool aus, aber diese schreckliche Abdeckung, ihr hört hier, ist natürlich Plastik. Und wie macht man die auf? Jeder, der schon mal ein Samsung-Gerät in den letzten Jahren in den Hand hat, wusste das. Man reißt hier einfach das Ding ab. Achtung! So. Und dann sieht man hier nämlich auch gleich den Akku. Man sieht den Micro-USB, Quatsch, die Micro-SD-Karte. Das ist natürlich ganz cool, dass man das hier erweitern kann. Und hier die SIM-Karte. Man braucht eine Micro-SIM dafür. Wie schon beim iPhone, beim Lumia 800 und auch bei den HTC-Geräten, den neuen, ist auch hier eine Micro-SIM-Karte notwendig. Ja, aber eben dieser Deckel, der ist aus Polycarbonat, wurde gesagt. Der soll ganz wertig sein und so. Okay, das mag ja sein. Er wirkt einfach nicht so. Er wirkt eher billig. Auch weil er so halt auf Hochglanz ein bisschen poliert ist. Er ist im Gegensatz zum Beispiel zum Note oder vor allem auch zum Galaxy S2 ist er nicht geriffelt. Das heißt, man rutscht da ganz gerne ab. Aber mich stört eigentlich vor allem und ausschließlich dieser idiotische Mechanismus, dass man das einfach abreißt. Weil diese kleinen Dinger, ihr seht hier diese kleinen Widerhaken, die beim Draufmachen ja dann hier wieder in die entsprechende Position rücken. Ich mache das mal. Ihr seht, ich knupsel das da so drauf. Und irgendwie hält es dann vielleicht. So. Es ist ein bisschen besser geworden, ganz ehrlich gesagt. Ganz schlimm war es hier beim Galaxy Note. Diesen Deckel hier, den habe ich ungefähr 7 oder 8 Mal weggenommen, um da irgendwie die SIM-Karte zu wechseln oder so. Und dann haben sich hier schon die ersten Ecken verbogen. Da ging das nicht mehr so richtig. Ich musste die dann zurechtbiegen. Das Risiko, dass die abgebrochen sind relativ groß. Also das ist echt scheiße, sorry. Ich kann es nicht anders sagen. Das ist billig. Das ist hier ein bisschen besser. Ich habe das Gefühl, man kann es wahrscheinlich 10 Mal abnehmen. Aber danach ist es auch verbogen. Und ja, wie gesagt, ich finde das einfach billig von Samsung. So ein Premium-Hersteller und dann machen sie so einen China-Mist, der einfach billig aussieht und irgendwie auch billig tönt. Und wie gesagt, man macht es ein paar Mal und dann ist es kaputt. Das ist wirklich schade, ist eigentlich das Einzige, was ich an diesem Gerät auszusetzen habe, von der Hardware her. Weil sonst, ihr wisst es sicher, ihr könnt es auch auf alfried.ch nachlesen, aber 1 GB RAM, 1,4 GHz Quad-Core-Prozessor, Samsung Eigenentwicklung, ein Exynos-Prozessor. Wir haben einen Grafikchip drin, einen Grafikprozessor, einen ganz starken. Wir haben dieses Super AMOLED HD-Display drin mit der 87, 720p Auflösung, 1280x720.
Wir haben eine 8-Megapixel-Kamera, also da ist alles drin. Wir haben einen NFC-Chip drin, wir haben WLAN A, B, D und N, das ist G und N. Das ist alles, was man im Moment haben kann, ist da drin. Wirklich ganz hervorragend, ein absolutes Premium-Gerät, aber wie gesagt, der Deckel, der passt irgendwie nicht so recht dazu. Aber okay, schauen wir uns die Software an, hören wir auf, da zu jammern. Ihr wisst natürlich, da drauf ist Android 4 Ice Cream Sandwich. Um genau zu sein, ist da Android 4.04 drauf schon. Also die ganz, ganz aktuelle Version zur Zeit im Moment. Ich zeige euch das mal hier. Android 4.04 ist da drauf. Und im Unterschied zum Beispiel zum Android 4 Update, welches ja das Galaxy S2 der Vorgänger, welches ja, by the way, das meistverkaufte Android-Smartphone ist, das einzige Smartphone, welches eigentlich von den Verkaufszahlen als alleiniges Smartphone mit dem iPhone mithalten kann. Und das Update dort, das ja auf Ice Cream Sandwich vor ungefähr einem Monat ausgerollt wurde, das ist ja ein bisschen anders. Das sieht eigentlich ganz genau gleich aus wie vorher schon die Version 2.3. Und das ist jetzt hier insofern ein bisschen anders, dass diese Version hier, diese 404, die eben auf dem Galaxy S3 zu finden ist, schon deutlich anders ist. Die wurde massiv angepasst. Das TouchWiz, diese Oberfläche, die ja Android, Quatsch, sorry, die Samsung auf seine Geräte drauf pappt. Das TouchWiz, das ist deutlich weniger stark, greift das ins System ein, als das noch bei anderen Varianten, anderen Versionen von Samsung der Fall war. Also man hat hier schon immer noch Android 4.04 drauf und nicht einfach quasi komplett TouchWiz, das alles rüberbügelt. Gefällt mir ganz ausgezeichnet. Ihr seht natürlich das Ganze hier, ja, da war jetzt ein kleiner Ruckler, aber grundsätzlich ist es butterweich, das funktioniert super. Ich habe natürlich einige Widgets, MobiFlip und so weiter da drauf. Man kann dann hier drauf. Dann sieht man hier, fangen wir mal an, beim Menü sieht man natürlich die Apps, die man alle installiert hat. Ihr seht, ich habe da eine reiheweise Apps drauf. Das Gerät, wie immer, wenn man es das erste Mal installiert, holt alle die Apps runter aus dem Google Play Store, schmeißt leider sämtliche Homescreens mit den App-Icons voll. Also da müsst ihr dann selber gucken, wenn ihr das eben nicht wollt oder wenn ihr Ordner haben möchtet oder so, müsst ihr das dann quasi selber einrichten. Ordner, das geht ganz einfach. Ihr geht hier unten auf die Menütaste Ordner erstellen. Hokus Pokus, da ist da ein Ordner. Könnt ihr dem noch einen Namen geben und Schluss. Löschen geht genauso einfach, runterziehen, dann ist der Ordner weg. Das ist ein bisschen anders als beim Android 4.04, wo man ja einfach drauf kann und dann einen Ordner machen, beziehungsweise wo man zwei Icons ineinander schiebt, wie beim iPhone. Das geht hier nicht. Ich muss zuerst den Ordner machen und danach die Icons dort rein platzieren. Spielt keine Rolle, ist eigentlich wurscht. Man muss es halt einfach wissen. Ja, das ist das Wetter-Widget von Weather Pro, welches ich hier drauf habe. Es hat natürlich diverse Widgets. Wir können das mal anschauen. Das ist schon mal der erste Punkt, der ganz schön ist hier in dieser Implementation von Samsung im Gegensatz zu der, die auf dem S2 und auf dem Samsung Galaxy Note ja jetzt kommt. Sieht man hier, wie bei Original Android 4, sieht man die Widgets. Also man sieht, wie das dann aussehen wird. Und sonst ist ja das nur, steht einfach 1x1 und sonst nichts. Leider bei den anderen Versionen, die Samsung da ausrollt. Aber hier ist das eben drauf. Das heißt, man hat eine schöne Widget-Vorschau und kann sich schon ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Kann das dann nehmen und halt dann auf den entsprechenden Screen, wenn Platz ist, dort draufziehen. Das geht eigentlich super praktisch. Was ganz, ganz cool ist, ihr kennt das, man zieht das runter und dann hat man da seine so Notifications. Und was Samsung gemacht hat, finde ich ganz klasse. Ihr seht, hier oben sind schon mal so die wichtigsten. Da gibt es ja auch Widgets und Tools, die genau das machen. Man hat hier schon mal die wichtigsten Dinge drauf: WLAN, GPS, Stumm, Bildschirm drehen, ob man das macht oder nicht. Energiesparen aktivieren, Benachrichtigungen kann man rausnehmen. Da kann man mit einem Klick quasi Stille, mobile Daten, Bluetooth, Fahrzeugmodus und Synchronisierung. Also, das habt ihr hier immer drauf. Das finde ich echt praktisch, weil dann kann man dann einfach quasi wieder zurück oder man geht auf den Homescreen und man hat das jederzeit hier eigentlich drauf und kann da hier was klicken und machen. Das finde ich wirklich, wirklich cool gedacht. Hier kommt man auf die Einstellung mit dem und ihr seht jetzt hier, das ist so ein bisschen schade eigentlich. Ihr seht, hier sind die Notifications und da ganz klein ist dieses Löschen. Seht ihr das? Und der Knopf, ehrlich gesagt, der ist ein bisschen zu klein. Jedes Mal, wenn ich die Notifications rauslöschen will, dass die da oben nicht mehr erscheinen, muss ich den halt treffen und entweder treffe ich dann da oben die Einstellungen, dann bin ich hier, oder ich treffe, was mir auch oft passiert, die erste Notification, dann bin ich dann quasi halt in dem Fall bei mir jetzt Plüm, der Twitter-Client, den ich den besten finde. Ich finde ihn immer noch relativ scheiße, Entschuldigung gesagt, im Vergleich zu zum Beispiel Tweetbot für iOS, aber okay, das ist ein anderes Thema.
Auf jeden Fall muss man dann eben hier ganz genau auf Löschen klicken, damit man das löschen kann. Das ist so ein bisschen, also ein bisschen hakelig. Ich treffe das mit meinen großen Pranken oftmals nicht. Gut, was haben wir sonst noch? Ja, schauen wir uns das mal an. Wir haben natürlich hier unter Optionen, so kommst du genau gleich ins Menü rein. Und da haben wir jetzt eben ein paar ganz coole Dinge. Ihr seht, das ist mal grundsätzlich ein Android Ice Cream Sandwich Menü. Und da haben wir unter Bewegung, fängt es eigentlich an mit, ich habe euch das vorhin erwähnt, ich habe gesagt, Samsung hat sich sehr stark Mühe gegeben, im Softwarebereich etwas zu tun. Also nicht nur das neueste, beste, schönste, schnellste, die neueste, beste, schönste, schnellste Hardware einzubauen, sondern vor allem auch auf Seite Software etwas zu machen. Und ich finde, das ist genau der Punkt, wo sich dieses Telefon im Moment von allen anderen Android-Devices massiv abhebt. Das hat wirklich ein paar ganz coole Softwarelösungen drin, wo dann eben zum Beispiel HTC hier mit seinem ebenfalls Quad-Core, ebenfalls schieß mich tot, super schnell, tolle Kamera etc. eigentlich nicht mithalten kann, weil da ist zwar tolle Hardware drin, die haben wir hier aber auch, aber softwaremäßig geht es da ein bisschen weniger weit, aber das seht ihr dann in einem anderen Video. Also, was können wir da alles machen? Grundsätzlich, ich kann den zum Beispiel hier direkt anrufen. Was heißt das? Das heißt zum Beispiel, ihr kriegt eine SMS von eurem Freund, dem James. Und ihr wollt ihm anrufen, da macht ihr nichts anderes, ihr nehmt das Telefon und führt es ans Ohr und dann wird ihr angerufen. Punkt. Ganz einfach, ihr müsst nicht wählen, ihr müsst nicht klicken, das funktioniert. Ist im Moment zwar noch so, dass ihr immer die erste Nummer im Adressbuch des entsprechenden Kontaktes anruft, das muss ja nicht unbedingt die wichtigste oder die Hauptnummer sein. Da müsste man noch einstellen können, welche denn zum Beispiel standardmäßig gewählt wird, das kommt vielleicht dann mal noch. Dann, ja, was haben wir da zum Zoomen, Kippen? Das kennt ihr schon von anderen Samsung-Geräten. Da kann man so machen, dann zoomt man zum Beispiel bei einer Seite oder beim Foto rein. Und dann schütteln, aktualisieren, zum Stummschalten. Das finde ich ganz cool. Man kann einfach quasi, jetzt läutet es und ich will gerade nicht. Ich bin gerade im Meeting oder ich habe gerade sonst keine Zeit. Dann drehe ich das Telefon einfach um und dann ist es stumm. Dann ist es gleich still. Das finde ich super, finde ich echt cool. Gut, jetzt bin ich ja wieder rausgesprungen. Wo waren wir denn da? Bewegung, genau. Wir fahren da, machen uns ein bisschen durch. Gut, was haben wir sonst noch? Mit der Handkante wischen, das gefällt mir besonders gut. Ihr kennt das als Blogger oder überhaupt, vielleicht auch sonst. Man macht häufig Screenshots und ich mache extrem viele Screenshots, weil ich ja mit den Android und überhaupt mit allen meinen Smartphones ja viele Apps teste. Und das ist ja meistens so, man drückt hier und da und gleichzeitig da und irgendwie noch mit dem Fuß wo drauf, damit man diesen Screenshot hinkriegt. Hier funktioniert das ganz einfach so, wenn das hier aktiviert ist, dann kann man da einfach mit der Handkante drüber wischen. Und dann ist der Demo-Effekt der, dass es eben nicht funktioniert. Es funktioniert meistens, aber nicht immer. Ich gehe mal zurück. Seht ihr, das ist ein bisschen das Problem mit dieser Funktion. Ich habe noch nicht genau herausgefunden, was ich manchmal falsch mache und manchmal nicht, weil, so, seht ihr jetzt, zack, jetzt hat es geklappt. Also die Idee ist, man wischt mit der Handkante drüber, er merkt das und macht dann einen Screenshot. Ist eigentlich super praktisch, aber irgendwie meine Handkante ist noch nicht so ganz kompatibel. Es funktioniert bei mir nicht immer. Ihr dürft mir gerne Tipps schicken, wie ihr das hinkriegt, wenn ihr so ein Ding habt. Gut, übrigens stummschalten kann man auch so, indem man einfach die Hand drüber hält. Das funktioniert hingegen hervorragend. Also wenn es läutet oder klingelt oder sonst irgendwie piept, macht ihr einfach so und dann ist ruhig. Ohne dass ihr gleich den Screen quasi dann abblendet. Das ist manchmal auch ganz praktisch, wenn man irgendwas am Lesen ist und dann läutet es und man hat keine Lust, machen wir auch schnell so. Dann ist der auf still. Das sind so ein paar Dinge. Dann habt ihr sicher schon gelesen von dem schönen Feature. Ihr könnt ja einstellen, dass er euch quasi, wenn ihr zum Beispiel eingestellt habt, 30 Sekunden ist das Display Timeout und ihr seid jetzt eine Webseite am Lesen wie spiegel.de, ein großer Artikel und der ist irgendwie größer oder länger und da drückt ihr nichts, sondern ihr lest einfach und dann stellt er nach 30 Sekunden ab. Und dann ist wieder dunkel, dann müsst ihr wieder drauf tappen. Da kann man das so einstellen, dass die Kamera euch quasi fokussiert und guckt, ob ihr noch mit den Augen aufs Bild, aufs Display schaut. Und wenn ihr wegschaut, dann wird abgeblendet und solange ihr noch drauf schaut, dann bleibt er eben an. Die Idee ist ganz klasse, die Umsetzung ist so, ich sag mal, nur halb gelungen. Also bei mir funktioniert das nur mäßig. Ich weiß nicht, ob ich zu große Augenbrauen habe oder keine Ahnung, aber das funktioniert nicht so ganz. Aber ich finde trotzdem, die Idee ist eigentlich ganz gelungen und man sieht, Samsung gibt sich Mühe und versucht da eigentlich so ein paar neue Ideen reinzubringen in das Ganze, in den ganzen, wie man damit eigentlich umgehen kann. Ja, ich glaube sonst, der Rest, den kennt ihr, das ist nicht so wahnsinnig speziell. Man kann hier bei der LED-Anzeige noch so ein paar sagen, wie die eben, wann die leuchten soll, bei welchem Ereignis und in welcher Form. Nochmal schnell hier unten, ihr seht, das ist zurück, das ist der Menü-Button, den habt ihr quasi immer.
Und hier in der Mitte eben kommt ihr jederzeit wieder auf den Homescreen. Ihr könnt auch, wenn ihr da durch eure Homescreens durchblättert, könnt ihr auch wieder auf den Hauptscreen, nämlich einfach den mittleren von diesen 7 Screens, die es da ja gibt, könnt ihr auch jederzeit so wieder drauf. So, jetzt schauen wir uns mal die Kamera an. Das ist auch noch ein ziemliches Highlight. So, also ihr seht jetzt mal hier, hallo, wenn ich mich nicht immer verklicken würde, dann würde das auch klappen. So, also jetzt seht ihr da hier, okay, ich fokussiere mal hier zum Beispiel das Eifrig-Logo, mache einfach ein Foto, klicke die Klick, jetzt ist das schon gemacht. Ich mache mal den Ton laut, damit man das hört. Ihr werdet dann, na Quatsch, ich muss da zuerst zurück. So, ihr seht, meine Videos wie immer sind live, das heißt, ich habe keine Lust viel zu schneiden. Demzufolge seht ihr halt auch, wenn ich mich verklicke. So, okay, seht ihr das da? Knips, und ihr könnt da also ganz schnell knipsen. Das geht ohne Probleme. Und dann könnt ihr da noch ein paar andere coole Dinge tun. Nämlich zum Beispiel, ich gehe da mal drauf. So, Einzelbildaufnahme, sieht man es? Serienbildaufnahme, das zeige ich euch jetzt mal. Bestmögliche Einstellung. Also, jetzt knipst da, wenn ich so Serienbildaufnahme mache, da 20 Pictures davon. Wir nehmen mal da zum Beispiel den Konkurrenten. Wir nehmen den da mal hin. So, mach mal bitte 20 Fotos vom HTC One X. Hat er nur eins gemacht. Habe ich wahrscheinlich irgendwas effektiv falsch eingestellt. Ich müsste ja mehrere machen. So, würdest du bitte mal Serienbildaufnahme. Klappt denn das jetzt nicht? Ach so. 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 Das ist die andere Möglichkeit. Ihr sagt quasi, er soll das machen und danach knipst da 8 Stück. Und er wählt jetzt aus, welches er das Beste findet von diesen 8. Ihr seht, hier unten habt ihr alle 8. Ihr könnt jetzt hier alle einzeln anwählen. Und dann könnt ihr quasi sagen, welches das ihr möchtet. Und er schlägt aber bereits aufgrund eines Algorithmuses, ich sag's mal so, schlägt er euch das Beste vor. Sprich, wenn zum Beispiel die Person gerade lacht, wenn ihr die fotografiert, wenn auf einem dieser 8 Bilder das Lachen am besten rüberkommt, dann wird das Samsung Galaxy S3 euch vorschlagen, dieses Bild auszuwählen aus dieser 8er Reihe. Ihr könnt natürlich HDR, hier könnt ihr Smile, das heißt quasi, ihr drückt und dann wartet er so lange, bis die Person wirklich grinst oder lacht und dann wird das Foto geschossen, dann müsst nicht ihr den richtigen Zeitpunkt erwischen. Beauty, Panorama und so weiter, da habt ihr noch verschiedene Features drin, die ihr da basteln könnt, aber wichtig eigentlich finde ich für die Kamera ist, sie ist sehr schnell, sie funktioniert sehr gut. Sie hat den gleichen, wie man ja inzwischen dank iFix weiß, die ja das Ganze immer auseinanderschräubeln, habe ich auch schon drüber geschrieben. Die haben das schon auseinandergenommen und haben festgestellt, dass es der gleiche Kamerachip ist, der auch im iPhone 4S ist. Der ist von Sony und das ist ja ein zugegebenermaßen hervorragender Chip, der dann ganz tolle Fotos macht. Also auch die Fotos des Samsung sind eigentlich ganz hervorragend, wie immer natürlich bei so einer Kamera. Wenn es zu dunkel wird, dann wird es ein bisschen schwierig. So, ihr seht, hier haben wir auch noch ein paar Möglichkeiten, wir können Belichtungswert, Selbstauslöser, Effekte könnt ihr drüber und so weiter, die Größe, ob es eben 8 Megapixel ist oder weniger, ihr könnt Hilfslinien einblenden lassen und so weiter, also das sind dann schon Features, die man normalerweise schon bei einer kleinen Point-and-Shoot-Kamera hat und wie eigentlich beim iPhone 4S und auch beim One X, muss man fairerweise sagen, kann man die Kamera des Samsung eigentlich ganz gut brauchen für als Ersatz, sage ich mal, für so einen Standard, für so eine kleine Kamera, mit der man sonst immer knipst. Das geht also ganz gut. Ja, jetzt seht ihr, jetzt habe ich mal kurz umgedreht, bin ich da oben dran gekommen. Da kann man ja die Kamera quasi switchen. Also jetzt filme ich mich da mal. Ist eigentlich nicht so wahnsinnig spannend, die Kamera. Und dann wieder zurück. Also ihr habt ja die Frontkamera mit 2 Megapixel, 1,9 und die Backkamera, die richtige mit eben 8 Megapixel. Filmen kann das Ding natürlich auch. Full HD. Was man so braucht, alles bis 30 Frames pro Sekunde könnt ihr da aufnehmen, funktioniert ebenfalls ganz hervorragend, kein Problem. Und natürlich dank der Möglichkeit, dass man hier Micro-SD-Karten noch reinpappen kann, kommt man auch nicht so schnell in Speichernöte. Vielleicht zum Speicher, das ist das 16 GB Modell, es soll dann in einigen Wochen ein 32 GB Modell und irgendwann mal später vielleicht auch ein 64 GB Modell geben. 32 und 64 sind im Moment aber noch nicht erhältlich bei uns in der Schweiz und in Deutschland. Das 32er kommt aber dann noch, bei uns in der Schweiz ist das bis Ende Juli bei Swisscom, dem großen nationalen Provider, fix. Die haben quasi einen Deal, dass sie einen Monat lang das Unique, also nur bei Swisscom kann man das dann kaufen, danach aber kommt das dann in den freien Verkauf. Ich nehme an, in Deutschland, Österreich und so ist das ähnlich.
Ja, und man kann eben, wie gesagt, diese Micro-SD-Karten reinpappen bis 64 GB. Also da könnt ihr problemlos Speicher aufrüsten. Aber was schön ist, ihr kriegt ja beim Samsung Galaxy S3 noch Dropbox dazu. Wie das schon beim HTC der Fall war, ist es so, dass Samsung hier auch Speicher dazu gibt. Die sind sogar noch ein bisschen großzügiger. Es gibt nämlich satte 50 GB Dropbox-Speicher, wenn ihr euch das Dropbox-Konto anlegt oder schon mit eurem bestehenden Konto verknüpft. Das gilt für 2 Jahre, das heißt, 2 Jahre lang zahlt euch sozusagen Samsung 50 GB Dropbox-Speicher. Ihr müsst das nur hier einfach unter den Konteneinstellungen eure Dropbox aktivieren oder eben eine neue aufmachen und dann zack, habt ihr dort 50 GB drauf. Die gelten für 2 Jahre. Nach 2 Jahren laufen die ab. Es ist aber so, wenn ihr nach 2 Jahren vergessen solltet, eure Daten zu backuppen, weil ihr nicht mehr dran denkt, dass da 50 GB ja eigentlich von Samsung gezahlt waren, dann sind die nicht verloren, sondern die bleiben da vorderhand drauf. Ihr könnt die nach wie vor immer noch drauf zugreifen dann in 2 Jahren, aber ihr könnt nicht mehr weiter speichern. Das heißt, ihr könnt die noch runterziehen und backuppen sozusagen, falls ihr das vergessen solltet. Aber ja, in 2 Jahren kauft ihr euch wahrscheinlich sowieso wieder ein neues subventioniertes Smartphone und das gibt dann vielleicht 100 GB dazu. Von dem her ist das eigentlich gar nicht so ein Thema, spielt das nicht so eine Rolle. Finde das aber ganz cool, dass man da eigentlich jetzt so voll auf die Cloud setzt beim Speicher und nicht nur auf die internen Geschichten. Das ist also ganz praktisch. Ja, was kann ich euch sonst noch erzählen? Noch eine andere schöne Geschichte, die man tief in den Einstellungen irgendwo machen kann. Schaut euch das mal an hier oben. Ihr seht, Akku 80%. Zugegeben ist etwas ganz Kleines, was ich aber wahnsinnig schätze, auch bei meinem iPhone. Das hat das schon lange, dass ich da oben sehe, wie viel Prozent der Akku noch ist. Und hier hat das jetzt Samsung eben auch gemacht. Ich weiß natürlich, es gibt Tools bei Android, wo man das alles machen kann, aber es ist halt schon out of the box dabei. Ihr könnt das einblenden. Da seht ihr gleich, wie lange der Akku hält. Und wenn wir bei dem Thema sind schon, ich habe das jetzt 10 Tage. Ich habe das 10 Tage lang als mein Hauptsmartphone benutzt. Das heißt effektiv, mein iPhone ist in der Tasche geblieben und mit einer 2-SIM, die ich habe, habe ich dieses Telefon eigentlich nur damit gearbeitet, telefoniert und natürlich vor allem getwittert und gefacebookt und weiß nicht was alles, was ich halt so alles mache, den lieben langen Tag. Und ich muss sagen, ich bin schwer beeindruckt, schlicht und ergreifend, ich kann es nicht anders sagen. Ich hatte noch nie, und ihr kennt den Eifrig, der hat schon recht lange Android-Telefone auch immer bei sich, trotz des Namens und trotzdem, dass ich ja sage, ich habe sehr gern Apple und bin ein bisschen ein Apple-Fanboy, auch ein klein wenig, aber ich teste doch schon seit ungefähr 2 Jahren Android-Smartphones und ich hatte noch nie ein Android-Smartphone, welches so lange Akkukapazität hatte. Dieses Ding hier hält ungefähr, na, sagen wir mal, ja, was soll ich sagen, ungefähr 20 Stunden, so wie ich es brauche. Und so wie ich brauche, das heißt, ich habe ständig alle Notifications an, der pusht mir alle E-Mails immediately drauf. Ich mache Twitter eigentlich mehrmals pro Stunde immer wieder auf. Ich Facebook, ich surfe sehr viel mit dem Chrome-Browser. Ich telefoniere auch hier und da. Das zwar ein bisschen weniger, aber doch immer wieder. Also, ich hatte noch nie ein Android-Telefon, welches so lange gehalten hat. Das Ding hält ein bisschen länger sogar. Oder sagen wir mal, bei vergleichbarer Nutzung ungefähr gleich lang wie mein iPhone 4S. Und bisher hat mein iPhone 4S doch eigentlich jedes Android-Smartphone in der Art, wie ich es halt nutze, abgehängt. Das heißt, normalerweise auch hier dieses Teil, das sehen wir dann im anderen Video noch, dieses schöne HTC-Gerät, das hat auch nach irgendwie, ja, also nach 10 Stunden ist das einfach leer. Da geht einfach gar nichts mehr. Aber das Ding hier, da kann ich also am Morgen um 6 Uhr stehe ich normalerweise auf. Dann ist das geladen und danach arbeite ich bis abends spät, bin unterwegs oder so und das hat eigentlich dann wirklich noch bis 12 Uhr in der Nacht Akku und danach kommt sowieso wieder an die Steckdose. Da muss ich sagen, das ist echt cool. Hat ein 2100 mAh Akku drin, ist ein starkes Stück, lässt sich auch austauschen. Das heißt, ich habe hier, hätte hier ja auch die Möglichkeit, 2 Akkus dabei zu haben, wenn es mal sein muss. Also akkumäßig ganz, ganz klasse. Da sieht man, dass Samsung mit dem Exynos-Prozessor, mit dem eigenen Quad-Core-Prozessor, der ja in 32 Nanometer Größe produziert wird, das ist etwas vom Kleinsten, das im Moment möglich ist auf dem Chipmarkt. Dadurch, wenn die Dinger kleiner sind, brauchen sie auch ein bisschen weniger Strom und das merkt man ganz deutlich hier dran. Also das Ding braucht deutlich weniger Strom als zum Beispiel der Nvidia Tegra 3, den wir im HTC One X drin haben. Vielleicht auch das AMOLED, der AMOLED-Screen, das ist gut auch möglich, dass der ein bisschen weniger Power zieht als der Super LCD, den andere Telefone drin haben. Ich weiß es nicht.
Auf jeden Fall, das ist eine klasse Leistung von Samsung. Das ist jetzt das erste Mal wirklich ein Powerphone, was ich eigentlich den ganzen Tag bei mir haben kann und genug Akkukapazität habe. Das ist cool, das war ich mir bis jetzt wirklich nicht gewöhnt. Ja, wenn wir beim Power sind, noch abschließend, ich weiß ja, es gibt viele meiner Leser und Zuschauer, die haben ganz gerne Benchmarks. Logisch, man will mal gucken, was da drin steckt. Habe ich auch irgendwo drauf hier. Ich schlage vor, wir lassen mal den Quadrant laufen. In den Videos, wo ich das Ganze mit dem Galaxy Nexus und dem HTC One X vergleiche, mache ich das natürlich noch ganz extensiv. Da seht ihr dann ganz genau, wie ich all die Benchmarks nebeneinander laufen lasse. Da könnt ihr gucken, wie sich das mit anderen Telefonen verhält. Ich werde dann auch entsprechend noch Posts auf eifrig.ch natürlich publizieren. Aber trotzdem, wir lassen das hier mal laufen, weil ihr werdet sehen, das Samsung ist saumäßig schnell. Das ist ganz, ganz, ganz schnell. Das ist meistens ein bisschen schneller als das HTC One X und ist wirklich das schnellste Smartphone, welches ich bisher in den Fingern hatte. Man merkt das auch, die Oberfläche, die ja bei Android, wenn man als iPhone-Mensch kommt, immer so ein bisschen ruckelt, egal bei welchem Telefon. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Da ruckelt gar nichts. Das ist alles butterweich. Klar, ihr könnt einwenden, ist ja auch ein Quad, ist ja auch ein Quad-Core, logisch, klar. Auch beim HTC One X ist das Ganze ganz smooth. Aber auch dieses Telefon ist wirklich saumäßig schnell. Ihr seht das jetzt dann gleich. Ihr könnt das nachher ausprobieren bei euren eigenen Smartphones, wenn ihr Android-Telefone habt. Macht mal den Quadrant, lasst ihr mal laufen und ihr seht hier, dieses Device kommt auf 5557. Ich fahre da ein bisschen näher dran und ihr seht zum Beispiel, das HTC One X kommt auf ja, 4800, ist also deutlich drunter. Danach kommt das Transformer Prime, dieses Quad-Core Tablet und so weiter und so weiter. Also ihr seht, das ist schon eine ganz klasse Leistung, die das Samsung-Telefon da bietet. Also, abschließend, was soll ich dazu sagen, ist für mich im Moment ganz klar das allerbeste Android-Smartphone. Hat ein Android drauf, welches einerseits nah genug dran ist am Original, am Ice Cream Sandwich, andererseits aber mit ganz cleveren Lösungen punktet, die wirklich elegant sind, wo man nicht klicken muss, sondern halt irgendwas macht, irgendeine Bewegung ausführt und das Telefon versucht, die dann quasi zu implementieren, zu interpretieren und macht etwas drauf. Ihr seht, ich habe bis jetzt um etwas rumgequasselt, was ja in den Medien wahnsinnig viel war, dieses berühmte S-Voice. Also die Spracherkennung, eigentlich die Siri-Kopie, man kann es ganz klar so sagen. Das kann ich euch natürlich auch noch zeigen. Was möchte ich denn tun? Ja. Wie ist das Wetter in Bern? Gut, das fängt schon mal gut an. Wir machen es vielleicht noch mal ein bisschen genauer hier. Wie ist das Wetter in Bern? So, das hat er jetzt verstanden. Hier ist das Wetter für Berlin. Ja, okay, schade. Ich habe eigentlich Bern gemeint, aber wir können es ja nochmal probieren. Wie ist das Wetter in Bern? Ja, jetzt ist es geklappt. Hier ist das Wetter für Bern und ihr seht eher mäßiges Wetter. So, okay, das ist ja so der Standardtest, der auch bei Siri meistens eigentlich klappt. Wir können auch was anderes. Welche Termine habe ich morgen? Klappt auch ganz gut. So, und dann knallt er mir hier doch ein paar Termine hin. Den von heute und dann sonst noch ein paar. Ja, okay. Hat also auch funktioniert. Gar nicht so schlecht, immerhin. Man kann der Tante, glaube ich. Okay, ihr seht, jetzt spricht er die nämlich auch noch. Ich wollte gerade sagen, tönt ein bisschen scheiße, aber der Vorteil ist, das kann man dafür dann hier machen. Ihr könnt sagen, wer da mit euch spricht. Wegbefehl, ihr könnt zum Beispiel sagen, Hallo Galaxy, und dann wacht das Galaxy auf. Da müsst ihr nicht diesen Button drücken, damit das Ding kommt. Kann man alles machen. Braucht natürlich ein bisschen mehr Strom. Man kann auch den Bildschirm so entsperren. Also könnt ihr quasi sagen, okay, damit Bildschirm entsperren, und dann ruft ihr Hallo Galaxy, und dann ist der Bildschirm entsperrt. Ich mache das ehrlich gesagt lieber über so eine Geste, als dass ich mit dem Teil dann so spreche. Sprachen könnt ihr auswählen, kann ein bisschen mehr Sprachen als das Siri im Moment, aber ist dafür auch ein bisschen nicht so ganz. Ihr könnt auch sagen, ob er automatisch wählen soll oder nicht. Ihr könnt den Nachrichten soll er euch zeigen, bevor er das macht. Ich hatte gemeint, irgendwo, und ich bin fast sicher, irgendwo kann man das, aber ich finde es jetzt gerade nicht, spielt ja keine Rolle. Irgendwo kann man auch noch die Stimme quasi definieren, ob das so eine Roboterstimme ist oder irgendwie ein bisschen was Besseres. So, ihr seht, der fängt nämlich gleich an. So, jetzt machen wir das neu.
Hallo Galaxy. Hallo Galaxy. Ja, keine Ahnung, warum er mir jetzt die Termine nochmal bringt. Das wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt. Ah, ich habe noch eine Idee. Wir können etwas, können wir noch gucken. Vielleicht ist es da unten. Na gut, da kann man eben das eben aussprechen oder nicht sprechen. Also funktioniert nicht so schlecht, ist nicht so elegant wie Siri, hat vor allem keinen Witz implementiert. Siri ist ja manchmal ganz tickig und das wiederum ist ganz witzig, vor allem wenn man ein Video dreht oder es ein paar Kollegen zeigen möchte, die es noch nie gesehen haben. Dieser Witz geht dem DMS-Voice von Samsung komplett ab. Der macht einfach meistens, was er soll, und wenn er nicht das macht, dann macht er was anderes, aber er kommt nicht mit irgendwelchen Zwischenbemerkungen, wie das Siri ja kann. Ja, okay, wie gesagt, auch bei Siri muss ich sagen, ich brauche es relativ selten, manchmal im Auto, um eine SMS zu diktieren. Das funktioniert hervorragend. Das wiederum ist mir hier nicht so ganz gelungen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, es sei öfter schief gegangen. Die Erkennungsrate sei deutlich schlechter, liest man auch im Web. Die sei noch nicht ganz so auf dem Level von Siri, aber ich... Wie gesagt, ich brauche beide nicht so häufig, darum spielt das für mich alles gar nicht so eine Rolle, aber nur, dass es noch gezeigt ist, es ist drin, man kann das programmieren, man kann es sogar so machen, dass man quasi immer damit sprechen kann, braucht aber dann ein bisschen mehr Akku, weil er quasi im Hintergrund immer auf die entsprechenden Keywords hört. So, also das war mal der Überblick, das Hands-on zu diesem Telefon. Man könnte stundenlang darüber diskutieren, es ist wirklich ein ganz hervorragendes Telefon. Meiner Meinung nach ganz klar das beste Android-Telefon, welches es im Moment gibt. In vielen Dingen dem iPhone 4S überlegen, vor allem im Bildschirm. Ich muss sagen, seit ich diese größeren Telefone immer mal wieder teste und mit mir rumtrage, kommt mir das iPhone einfach wahnsinnig klein vor, schon fast ein bisschen peinlich. Man hat kaum Platz drauf. Es ist natürlich immer noch von der Bedienung, das iOS selber gefällt mir immer noch deutlich besser als Android. Aber trotzdem, das Samsung hat ein paar Dinge, die das iPhone ganz klar nicht hat. Vor allem und auch softwaretechnisch ist da einiges gegangen, einige elegante Lösungen wurden implementiert und ich bin gespannt, was Apple in nächster Zukunft zeigen wird. Da müssen sie ganz klar nachlegen, vor allem auch in der Größe. Und ja, wie gesagt, also wenn ihr ein Top-Android-Smartphone haben möchtet, dann empfehle ich euch ganz klar, kauft dieses Ding hier. Das ist wirklich das Beste, was es im Moment für Geld zu haben gibt. Und ich werde, wie gesagt, noch zwei Videos machen. Schaut unten in den Kommentaren bzw. im Zusatzfeld, habe ich die rein verlinkt. Das wird noch ein Video geben, wo wir das Ganze vergleichen mit dem HTC One X. Wir vergleichen in einem anderen Video das Ganze mit dem Galaxy Nexus. Wenn ihr nicht wisst, soll ich Samsung oder soll ich wirklich pure Google Experience, soll ich nicht doch lieber das Galaxy Nexus nehmen, welches ja im Moment sehr günstig zu haben ist. Das werden wir auch noch vergleichen. Ja. Dann hätten wir das eigentlich soweit mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Alle weiteren Infos natürlich wie immer auf www.eifrig.ch. Das war der Jean-Claude für eifrig.ch. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss!